Tja, und für heute heißt die Geschichte Polen-Deutschland 2:2 und es grüßt das Murmeltier täglich. Olli, kann man auch heute sagen, Offensive, alles wunderbar, Defensive durchaus ausbaufähig? Ja, wenn man davon ausgeht, wir wollen ja den Titel gewinnen, dass die Titel ja aus der Defensive, das ist eine alte Banalität, dass die Titel in der Defensive gewonnen werden. Ich glaube, dann gibt es noch einigen Verbesserungsbedarf. Spiele gewinnt man in der Offensive, große Titel in der Defensive, richtig, so heißt es. Polen mit dem 1:0. Wir schauen einfach mal die Tore Stück für Stück an. Und du sagst ein bisschen was dazu. Ausgangspunkt des 1:0 war Tresch. Hier sieht man eine relativ sinnlose Flanke und das ist wieder diese Rückwärtsbewegung, die viel zu langsam stattfindet. Dafür geht es bei den Polen umso schneller. Ja, es wird überhaupt nicht richtig angegriffen. Die beiden Innenverteidiger stehen auch schlecht gestaffelt. Und Tim Wiese hätte hier fast den ersten Elfmeter verursacht. Und ich glaube, da hat er sogar Glück gehabt, dass es dann weitergeht, weil das wäre auch Elfmeter gewesen. Aber da hat es in der Innenverteidigung nicht gestimmt, in der Zuordnung. Ja, das ist aber auch, wie gesagt, schwierig, wenn man in so einem neuen System spielt, 4-1-4-1. Das heißt, das bedeutet für einen der Innenverteidiger eine ganz neue Aufgabe, der sich extrem ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einer der beiden Innenverteidiger muss sich immer ein bisschen ins Mittelfeld fallen lassen. Der andere muss dann aber absichern, so ähnlich wie es Barcelona auch spielt. Und das hat aus meiner Sicht so in der Art überhaupt nicht optimal funktioniert. Allerdings ist es natürlich das gute Recht auch vom Bundestrainer mal neue Systeme auszuprobieren. Aber das ist natürlich für die beiden Innenverteidiger was relativ Neues gewesen. Und da habe ich keine Sicherheit gesehen und auch keine Kompaktheit gesehen und viele, viele Abstimmungsprobleme. Dieses 1:0, das hatte sich ja schon angedeutet, dieses Tor. Und während wir die Chance aus der 44. Minute noch einmal sehen, kannst du mir sagen, warum denn Joachim Löw dieses 4-1-4-1 jetzt auf einmal spielen lässt. Das ist mit Hinblick darauf, dass man Özil und Götze eventuell mal zusammen in der Mitte auflaufen lassen kann? Unter anderem auch, aber ich denke halt, dass die Entwicklung aus einem 4-2-3-1 ja weitergeht. Und das hat man ja jetzt auch wieder in Barcelona und auch bei den Spaniern sieht man das, dass man eben noch offensiver versucht zu spielen. Allerdings, ich weiß nicht, ob das immer so alles richtig ist, dass man sich permanent jetzt am spanischen Fußball orientiert. Du brauchst für solche Systeme eine unheimlich eingespielte Mannschaft, Spieler, die dieses System irgendwo schon verinnerlicht haben. Es gibt ja so den Spruch, den Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich denke, wir haben mit diesem 4-2-3-1-System sehr, sehr gut gespielt. Aber probieren kann man sowas immer mal. Aber auch die Kreativen war ja heute verlassen. Was bedeutet das zum Beispiel dann in Zukunft für die Doppel-6? Was bedeutet das für ein Kind? Was bedeutet das für einen Rolfes? Ja, das würde, wenn man nur noch mit einer Sechs spielt, ist es natürlich schwierig. Ähnlich auch wie vorne mit dem Sturm, wo man nur noch mit einem echten zentralen Stürmer spielt, bräuchte man natürlich die anderen nicht. Aber ich kann mir das, wie gesagt, nicht vorstellen. Ich glaube, das war heute mal ein Experiment und der Bundestrainer wird die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es hat ein Tor dann für die Deutschen gegeben, wenn auch eine Standardsituation letztlich dazu geführt hat. Wir sehen Müller im Doppelpass mit Götze und der war heute immer dann beteiligt, Olli, wenn es tatsächlich mal gefährlich wurde. Ich glaube, über seine Qualitäten müssen wir ja nicht diskutieren, aber man muss auch sagen, Müller macht das super dynamisch in seiner Schnelligkeit. Und das war ein glasklarer Elfmeter. Interessant, dass sich Toni Kroos sofort den Ball dann schnappt, Olli. Der hat noch nicht ein einziges Länderspieltor erzielt. Und hier geht er aber hin und sagt, den mache ich rein. Ja, deswegen wahrscheinlich. Aber Toni ist ja mittlerweile auch ein erfahrener Spieler. Bayern München, Bayer Leverkusen, wieder Bayern München. Er hat viele Erfahrungen und das ist für ihn, sieht man ja, wie lässig er das macht. Das ist für ihn jetzt nicht mehr der große Druck. Er kann damit umgehen. Naja, jetzt hat er eins auf jeden Fall. Er verwandelt sicher. Ausgleich war das zum 1:1. Und es ist ja nicht so, dass die Deutschen heute keine Chance gehabt hätten. Wir haben ja schon gesagt, in der Offensive, da lief es ganz wunderbar. Vielleicht schauen wir uns die wirklich herausragende Gelegenheit von André Schürrle noch einmal ab, der da aus wirklich großer Entfernung einfach mal beherzt abzieht. Ja, aber das ist natürlich auch ein Mittel. Distanzschüsse sind immer ein Mittel, weil das jetzt ja kein so groß ist, die Distanz nicht. Ja, aber es ist eine individuelle Qualität, die er da zeigt. Und da muss man den Torwart auch mal herausheben, der Polen, der für mich heute eine absolute Weltklasseleistung gebracht hat. Keine Schwächen? Also ich habe keine gesehen und der hat das gemacht,
was man bei einer Weltklasse-Leistung eines Torhüters eben machen muss. Er hat Bälle gehalten, die man teilweise schon im Tor gesehen hat, mit großartigen Reflexen. Und das ist letztlich das, was einen Weltklasse-Torhüter auszeichnet. Dann sind sie trotzdem noch mal in Rückstand geraten, die deutsche Fußballnationalmannschaft in der 90. Minute. Es war wieder ein Elfmeter. Auch den können wir noch mal anschauen in seiner Entstehungsgeschichte. Und wir werden gleich zwei Themen für dich haben. Verlorenes Kopfballduell. Und die Themen heißen Boateng und Wiese. Ja, Boateng kann man hier keinen Vorwurf machen. Er sieht, dass Tim Wiese aus seinem Tor kommt und bremst deswegen ab, weil er glaubt, Tim Wiese bekommt den Ball. Aber ich glaube, der Tim weiß hier schon Bescheid. Wenn er das Tor verlässt, dann muss er diesen Ball entweder sicher haben oder er bleibt im Tor, was aus meiner Sicht hier besser gewesen wäre, und lässt Boateng diese Szene klären. Der wäre ja gar nicht mehr hinterhergekommen, der war ja nichts weg. Na, der wäre locker hinterher. Der hat ja abgebremst, weil er gesehen hat, dass das Team Wiese rauskommt. Ich glaube, Boateng hätte ihn locker bekommen. Das Ganze hätte sich auf die Richtung Auslinie verlagert. Aber so ist es halt manchmal. Der Torwart hat, Tim Wiese hat die Entscheidung getroffen, ich gehe raus, und dann hat er es durchgezogen. Und es wäre besser gewesen, wenn er im Tor geblieben wäre. Und Waschikowski verwandelt sich ja zum 2:1. Und so, wir waren schon drauf und dran, diesen 6. September 2011 ja, für die Polen als rotes Datum im Kalender einzutragen. Es wäre tatsächlich der erste Sieg für eine polnische Fußballnationalmannschaft gegen Deutschland gewesen. Aber die Deutschen hatten dann doch was dagegen. In der mehr oder weniger letzten Sekunde des Spiels mit dem Schlusspfiff dann noch der Ausgleich. Auch hier wieder Thomas Müller, Olli, der auf Kakao. Ja, der war noch frisch, ja, hatte ich so das Gefühl. Und hat für Wirbel gesorgt. Das zeigt auch seine Klasse, die er hat. Dass er reingekommen ist ins Spiel und nicht lange gebraucht hat, sich zurechtzufinden, sondern sofort entscheidende Dinge gemacht hat. Und solche Leute sind natürlich ganz wichtig. Der Bundestrainer, da lacht er und sagt, es muss nicht immer alles funktionieren in solchen Testspielen. Dabei hallen mir noch seine Worte in den Ohren. Er möchte nicht nur Siege sehen, sondern auch überzeugende Spiele seiner Mannschaft. Warum macht er sich so einen Druck eigentlich? Ich glaube nicht, dass er sich einen Druck macht. Ich glaube, der Druck liegt dann auch auf der ganzen Mannschaft. Und er hat es ja vorhin sehr gut gesagt. Er hat einen großen, großen Kader. Er hat eine große, große Konkurrenz. Und jeder, der eben zum Einsatz kommt, muss das wissen, dass er alles abrufen sollte. Das Maß aller Dinge ist in Europa immer noch Spanien. Und wir messen die Qualität der deutschen Mannschaft immer am Abstand zu den Spaniern. Ist er denn jetzt kleiner geworden? Also heute nicht. Ich weiß nicht, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Uns permanent, das ist so ein Reflex der Fußballbranche, so ein typischer Reflex, dass alles, was eben erfolgreich ist, muss dann genauso gemacht werden oder muss kopiert werden. Zunächst muss ich mich ja mal fragen, habe ich die gleichen Voraussetzungen, habe ich die gleiche Art von Spieler, die so ein System spielen können? Ich glaube, wenn man Barcelona anschaut oder den spanischen Fußball anschaut, das ist ein System, und ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dieses System spielst du nicht nach 2-3 Jahren, sondern da brauchst du einen langen, langen Entwicklungsprozess, um irgendwann mal dorthin zu kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das immer sinnvoll ist, uns da immer zu vergleichen. Ich glaube, wir haben unsere eigenen Qualitäten. Wir haben mittlerweile Spieler mit hervorragendem Potenzial, ein Götze, ein Özil, die technisch hervorragend sind. Wir haben uns taktisch weiterentwickelt, und ich glaube, wir haben in diesem System, so wie wir es bei der Weltmeisterschaft gespielt haben, in diesem 4-2-3-1-System, wunderbaren, offensiven, kreativen Fußball gespielt. Und letztlich, glaube ich, geht es darum, diese Art von Fußball weiterzuentwickeln, unsere eigenen Stärken einzubringen und uns nicht permanent mit den Spaniern zu vergleichen. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich habe in den letzten Tagen mit einigen Polen gesprochen, und die bekommen im Gedanken an die Europameisterschaft alle glänzende Augen, und sie träumen von einem Finale Polen gegen Deutschland. Ganz offen, ist das realistisch? Ich glaube, im Fußball ist nichts unrealistisch. Warum nicht? Ich meine, dass der Gastgeber über sich hinauswachsen kann. Ich glaube, das haben wir jetzt bei vielen Welten-Europameisterschaften gesehen.